Und ich muss vorher noch schnell eine Lizenz kaufen. Ansonsten darf ich nämlich Strafe zahlen. Und somit ein herzliches Willkommen zu Fishing Planet Thanksgiving. Heute wollen wir dann einmal die Aufgaben am Rocky Lake erfüllen. Dazu müssen wir Rosmarin und Minze sammeln und 7 Goldforellen in Trophäengröße fangen. Und natürlich werden wir dann noch einmal den Kessel hier aktivieren. Und die damit verbundene Herausforderung. Ja, jetzt am Rocky Lake geht es einmal darum, dass wir auch die Kräuter einsammeln, die wir für das Rezept benötigen. Und gleich in der Nähe von dem Kessel haben wir dann hier auch einmal Thymian. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Thymian komme. Ich meine Minze natürlich. Minze und Rosmarin. Hier haben wir einmal 2 Stück. Einmal hier und einmal dort. Und die kann man am besten erkennen, weil man sieht, indem man hin und her läuft, dann sieht man, dass sich quasi der Skin von dem Thymian sich immer mitdreht. Dadurch stechen die so ein bisschen hervor und sind leichter zu erkennen. Ja, dann haben wir hier einmal das nächste Stück Minze. Damit haben wir Minze schon mal abgeschlossen. Ja, und unser maskierter Mitangler hier, der hat so ein bisschen das letzte Stück hier quasi verdeckt. Bin ich tatsächlich erstmal die ersten paar Male dran vorbeigelaufen. Und das letzte Stück, immer da, wo man als letztes schaut, gleich im Prinzip in der Nähe vom Kessel. Zack, somit haben wir die Kräuter auch einmal eingesammelt. So, mit F11 wechsle ich einmal den Auswurfmodus. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen weiter rauswerfen. Ungefähr so in die Richtung für die Goldforelle. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir. Jawohl, genau, in die Ecke will ich ungefähr kommen. Oh, da geht schon der erste Fisch. Gucken, was wir da jetzt dran haben. Habe ich auch einen sehr kleinen Haken, sehe ich gerade. Und ich muss vorher noch schnell eine Lizenz kaufen. Ansonsten darf ich nämlich Strafe zahlen. 600, ja, die gönnen wir uns jetzt einmal. So. Oh, dann muss ich gleich unbedingt noch die Hakengröße wechseln. Bin gespannt, was wir hier jetzt dran haben. Aber irgendwas Kleines. Eine Goldforelle, ja. So wie es sein sollte. Aber wir wollen ein bisschen selektieren. Das heißt, erstmal einen größeren Haken dran. Abgeschlossen, der Fänger im Mais. Ah ja, alles klar. Nehmen wir natürlich mit. Ja, die erste Goldforelle, das ging ja relativ zackig. Kaum ausgeworfen. Kann natürlich auch sein, dass es daran lag, dass ich noch keine Lizenz gekauft habe, ne? So, einmal etwas zur Tiefe gesagt. Ich habe hier ungefähr so zwischen 45 und 55 Zentimeter Vorfachlänge eingestellt. Und auswerfen tue ich immer ungefähr da, wo die Fische aus dem Wasser springen und halt so ein bisschen Aktivität an der Wasseroberfläche ist. So, da hat es auch wieder gezuppelt. Mal gucken. Oh, das ist auf jeden Fall eine größere Forelle. Aber ob das auch eine Goldforelle ist, das werden wir mal sehen. Aber das sieht sehr gut aus. Nein, leider nicht. Sah aber auch bei meinen Kurbeln sehr goldig aus. Behalten wir aber trotzdem. Zack. So, das geht hier jetzt Schlag auf Schlag. Nicht schlecht. Ich drehe mal die Bremseinstellung ein bisschen runter. Und junge Regenbogenforelle. Auch nicht ganz das, was wir haben wollen, aber wir sind auf einem guten Weg. So, da haben wir auch schon den nächsten Biss. Ja, mal gespannt, was jetzt ist. Na, leider auch nur eine Regenbogen. Ah, ich gucke nochmal auf die Karte hier. Zack. Ich markiere mir hier nochmal so einen kleinen Bereich. Da so, nein. Ja, genau. Oh. Das geht ja wirklich schnell gerade. Ich will da auch nochmal versuchen. Ich glaube, das war auch nochmal ein guter Spot eigentlich für Goldforelle. Dann holen wir die erstmal ein. Oh, das ist auch ein bisschen kleiner. Das ist ein gutes Zeichen. Und. Oh, junge Halsabschneiderforelle. Schardé. Und schwupps. So, ich hoffe jetzt mal langsam auf eine etwas Kapit. Oh, das ist eine. Goldforelle in Trophäengröße. Jawohl, damit haben wir die erste. Sehr gut.
So, das geht hier ja rucki zucki. Mal gespannt, was das jetzt für eine ist. Oh, fliegt hier auf jeden Fall wild durch die Gegend. Junge Halsabschneiderforelle. So, und der nächste Fisch. Man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Oh, die fliegen hier aber auch durch die Gegend. Junge Halsabschneiderforelle, okay. Oh, jetzt klingelt es auch gleich an zwei Routen hier, wie es so häufig ist. Und. Halsabschneider. So, gleich mal die nächste einholen. Zack. Oh, alter Schwede. Man reißt sie aber auch aus dem Wasser raus. Goldforelle, aber leider auch zu klein. Und schon wieder die nächste. Ratzifatzi. Oh, wenn das eine Goldforelle ist, dann ist sie aber kapitaler. Jawohl, Goldforelle in Trophäengröße. Sehr schön. Oh, man kommt gar nicht zur Ruhe hier. So soll es sein beim Angeln, ne? Keine Erholungs. Oh, man muss immer aufpassen, dass man die nicht völlig rausreißt und in der Luft verliert dann. Gar nicht mehr gewohnt. Zieht man hier einfach aus dem Wasser und dann fliegen die hier durch die Luft. Hat das was mit dem neuen Drill-Eigenschaften zu tun? Ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist schon lange her, dass ich hier im Rocky Lake auf Forellenangeln war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man die so brutal immer aus dem Wasser rausgerissen hat beim Drill. Hat das was mit dieser neuen Physik zu tun? Habe ich einfach falsche Erinnerungen daran. Und zack. Okay, wie gesagt, diesmal nicht anschlagen. Das könnte eine Goldforelle sein. Ja, Goldforelle, aber leider ein bisschen zu klein. Oh, bitte, endlich wieder eine Goldforelle. Bitte, 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 bitte. Oh, ja. Oh, Leute, ihr könnt euch nicht froh. Ihr könnt mir nicht vorstellen, wie ich mich freue über diese Goldforelle. Oh, Haldi Witzgei. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier jetzt sitze und auf meine nächste Goldforelle warte. Ich habe jetzt extra schon auf einen kleineren Haken gewechselt. Das scheint es vielleicht gebracht zu haben. Oh, das sah gut aus und. Oh, endlich wieder eine in Trophäengröße. Boah, Mann, bin ich erleichtert. Das hat mich bis jetzt schon richtig viel Mais gekostet. Ich glaube, annähernd 30. Eieieiei. Puh, noch drei Stück. Noch drei Stück. Durchhalten. So, und. Na. Oh, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Und ja, fünf. Sehr schön, sehr schön. Puh. Und da macht wieder jemand Rast am Strand. Oh, 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 oh. Oh nein, bitte nicht. Ai, ai, ai. Was? Oh, ui, ui. Das war immer spektakulär. Ah, das sieht goldig aus. Und 6. Jawohl. Boah, Leute, ihr könnt euch nicht freuen. Ich werde schon ganz kirre. Ihr könnt mir nicht glauben, wie sehr ich mich über diese 6. goldene Forelle in Trophäengröße freue. So. Eieiei. Oh, die ist golding. Die ist goldig. Die ist goldig. Und. Die. Ja, die 7. Letzte Goldforelle in Trophäengröße. Oh, Leute. Oh, Leute, 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 Leute. Ihr wisst gar nicht, wie viele. Oh. Oh Gott, bin ich froh. Bin ich froh. Oh, das hat jetzt gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Oh. Naja, ich glaube, ich hatte 111, 112, 113 goldene Mais am Anfang, ey. Jetzt 50. Knapp 50 Maiskörner später. Boah, war das müßig jetzt. Oh. Eieieiei. Aber ich bin froh, dass ich das heute Abend abschließen kann. Und ja, oh, danke, danke. Ah, ab in den Beutel mit dir.
Juhu. Ja, und da sind wir wieder. Werden jetzt einmal das Gericht von den Forellen in unsere Tröte hier in den Korb werfen. Ja. Ich wasche die. Ja, und noch einmal wieder zum Rocky Lake gereist. Was kostet Welt? Nüscht. Was habe ich vergessen? Tja, dreimal dürft ihr raten. Ha, beide mal falsch. Richtig. Ich habe vergessen, das Ganze in den Kochtopf zu werfen. Oh. Also, erneut zum Lone Star Lake. Tja, und nicht zu vergessen, unsere tägliche Portion Würmer abzuholen. So, und jetzt sind wir zum zweiten Mal hier. Da ich euch das Video morgen halt auch eigentlich schon präsentieren möchte, habe ich mich da eigentlich schon sehr drauf gefreut. Zack, und damit konnten wir es dann tatsächlich für heute abschließen, was mich wirklich sehr, sehr freut. Eure Erfahrungen am Rocky Lake teilen, was ihr so gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen guten Tipp, wie ihr ein bisschen schneller zu den Forellen kommt. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich euch die ganzen anderen Forellen quasi die Drills zeige, aber dann würde das Video einfach zu lang werden. Ja, viel Erfolg bei den Missionen und sollte euch das Video erneut gefallen haben, ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und hiermit wieder ein fettes Petri. Ciao, ciao.